Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Die blöde Kuh. Dieser Satz kennen wir alle. Wir Frauen kennen wir das. Diese blöde Kuh, einmal gute Freundin, dann ist eine blöde Kuh, eine falsche Freundin. Oder eine falsche Kollegin. Oder die Chefin ist eine richtige blöde Kuh. Ja. Oder seine Ex-Frau, die ist auch so böse. Die ist auch eine richtige blöde Kuh. Und seine Freundin kann ich nicht ausstehen. Blöde Kuh. Davon gibt es so viele. Und das kennen wir alle. Wir haben alle in unserem Leben eine blöde Kuh. Und das ist diese Legung, diese blöde Kuh. Jetzt schauen wir mal an, warum ist sie so? Was denkt sie überhaupt über mich? Das zeigt hier diese Karte. Sie denkt, ich krieg nichts gebacken, bei mir hängt alles in Luft. Ich habe keine Sicherheit, Stabilität, bei mir läuft alles so chaotisch. Aber sie betrachtet mir nur einseitig. Man sollte beide Seiten die Münzen anschauen. Aber diese blöde Kuh mag das nicht. Wie redet sie über mich? Das ist diese Karte hier. Dass ich sie kränke? Diese blöde Kuh, die lügt auch noch. Diese blöde Kuh. Oder was spricht noch? Oder sie ist gekränkt, wenn sie mich sieht. Ja, diese blöde Kuh. Was macht sie denn? Was sind ihre Schritte? Das zeigt diese Karte. Ah ja, sie schmeichelt bei jemand ein. Diese blöde Kuh. Oder das ist so einseitig. Ich tue doch gar nichts. Warum redet sie so über mich? Vielleicht ist sie neidisch auf mich. Warum ist sie so neidisch auf mich? Ah ja, klar. Weil ich habe die Liebe. Und bei mir läuft das ganz gut. Und ich werde wahrgenommen. Natürlich ist sie neidisch. Sie ist neidisch auf meine Verbindungen. Das kann die Liebe sein, kann auch beruflichen Kontakte sein, dass ihr mit jemand gut versteht. Warum will sie mich verletzen, stellen wir die Frage. Und die Antwort ist, ja, weil ich bekomme Trost und sie nicht. Das ist die Karte, was Trost zeigt. Und das nimmt sie selbstverständlich wahr. Will sie sich, wird sie verändern? All das, was sie aussendet, kehrt auch zurück. Ja, da kehrt etwas zurück. Sie sollte daraus etwas lernen. Wie trifft das auf mich? Das ist Moment. Ja, im Moment geht sie auf Angriff. Im Moment schlägt, redet über mich. Im Moment beschuldigt mich diese blöde Kuh. Wie schütze ich mich vor dieser blöde Kuh? Einfach wegschauen. Wegschauen und nicht wahrnehmen. Kann ich an jemanden vertrauen? Ja, wir können jemand vertrauen und das ist die familiäre Bindung oder Menschen, die ganz nah stehen, wo wir auch fühlen, dass sie uns mögen, uns lieben. Wir fühlen das auch. Wen können wir vertrauen? Diese Legung ist dafür da, auch das zum Erkennen, diese blöde Kuh haben wir alle in unserem Umfeld. Und damit wir
Gedanken machen. Warum ist es so? Was können wir erwarten? Wird sie sich verbessern? Die Lösung ist einfach ignorieren und wegschauen. Diese Legung, die blöde Kuh, könnt ihr selbstverständlich auch buchen. Dann ist was Persönliches. Es sind Videoberatungen, selbstverständlich anonym. Ihr bekommt bei jeder Videoberatung einen medialen Namen. Ich empfange diesen Namen und mit diesem medialen Namen veröffentliche die Videos. Nicht nur die Namen bekommt ihr, sondern auch eine persönliche mediale Botschaft. Und mit dieser medialen Botschaft auch ein Hinweis, wie geht ihr damit um, wenn in eurem Umfeld ein blöde Kuh ist. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.